Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz vorab, ich bin krank und deswegen wundert euch nicht, dass meine Stimme sich so komisch anhört. Aber los mit dem Video. Zuerst, wer ist eigentlich T-Series? T-Series ist ein indisches Musiklabel. Dieses Musiklabel hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie am Tag durchschnittlich 6 Videos hochladen. T-Series lädt Filmmusik, Musikvideos, Trailer und Filmtrailer hoch und alles in Indisch. Und in einem modernen Bollywood-Stil, mit viel Tanz und Romantik. Zum jetzigen Zeitpunkt hat T-Series 86,4 Millionen Abonnenten und 62,5 Milliarden Klicks insgesamt auf ihrem YouTube-Kanal. Damit ist T-Series auf Platz 2 der meistabonniertesten YouTube-Kanäle der Welt. Auf Platz 1 ist PewDiePie, auch Felix Kierberg genannt, mit 86,5 Millionen Abonnenten. Doch wieso hat T-Series so viele Abonnenten? Obwohl es YouTube erst 2006 gibt und das Internet erst seit den 1990ern, wurde T-Series schon 1983 gegründet, in Neu-Delhi, als ein Musiklabel, was durch Verkäufe von illegal kopierten Bollywood-Songs groß wurde. Später produzierten sie auch eigene Musik. Ihr erstes Album war ein großer Erfolg, was T-Series zum größten Plattenlabel in Indien machte. Der Hauptkanal von T-Series existiert seit 2006 und ihr gesamtes YouTube-Netzwerk hat insgesamt 151,9 Millionen Abonnenten. PewDiePie und T-Series machen täglich fast gleich viele Abos. Aber warum wächst T-Series so unglaublich schnell? Der Hauptgrund ist das Gebiet, wofür die YouTuber ihre Videos machen. PewDiePie macht Videos für den Raum Europa und Amerika. Im Gegensatz macht T-Series Videos für den Raum Indien. Und die Bevölkerungszahl soll in dem nächsten Jahrhundert laut Wissenschaftlern in Europa und Amerika gleich bleiben. Doch in Asien soll die Bevölkerung um 1 Milliarde wachsen. Das heißt auch, umso mehr Bevölkerung in Asien und demzufolge auch in Indien, umso mehr Nutzer können T-Series schauen. Aber es ist auch aufgefallen, dass T-Series auf seine Videos durchschnittlich 100.000 Aufrufe pro Video hat und PewDiePie auf seine Videos 5 bis 10 Millionen Aufrufe pro Video. Es könnte daran liegen, dass, wie ich schon gesagt habe, die Bevölkerung in Indien wächst. Das heißt, umso mehr Inder es gibt, die sich für Bollywood-Musik von T-Series interessieren, aber auch kann es sein, dass Nutzer, die sich in Indien anmelden, automatisch den Kanal von T-Series abonnieren und somit keine aktiven Abonnenten sind. Dieses Phänomen soll es auf YouTube auch schon vorher gegeben haben. In den USA berichten Nutzer, dass sie automatisch PewDiePie abonnierten. Sowas soll in Deutschland auch schon mit den Kanälen von Gronkh und Dapgram passiert sein. Durch immer mehr Internetnutzer in Indien und somit auch neue YouTube-Accounts erhält T-Series somit also auch immer mehr Abonnenten. Das war's mit dem Video. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, denn ihr habt jetzt 2 und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.